Hinter mir seht ihr den EK-Stand. Wir sind auf der Compotex 2024 und wir präsentieren euch die neuen Produkte von EK. Ich fange mal an mit dem neuen Nexi-System. Dafür gibt es verschiedene Schlauchgrößen im Endeffekt, die alle einen Anschluss haben. Das ist im Endeffekt so ein Push-In-System. Ich kann hier einfach einen Kühlkörper nehmen und im Endeffekt mein Kabel anschließen. Und dann habe ich meine Wasserkühlung schon angeschlossen. Das ist nicht nur für Anfänger natürlich interessant, sondern auch für Systemintegratoren, die dann im Endeffekt mit einem System wie diesem hier eine Pumpe und einen Ausgleichsbehälter haben, einen Radiator, einen Kühlkörper und dann entsprechend auch, nehme ich mal hier in die Hand, einen Grafikkartenkühler, der alle aktuellen High-End-Karten von Nvidia auch abdeckt. Und damit kann im Endeffekt dann relativ schnell bei Systemintegratoren ein Wasserkühlungssystem aufgebaut werden. Von der Performance her soll das besser sein als eine AIO und insofern fast wie ein Custom Loop sozusagen dann von der Performance her laufen. Alles in schwarz. Ich finde, der Look ist trotz Schnellsystem dann doch sehr, sehr cool. Und für Systemintegratoren ist der Clou, dass man bei diesem Pumpenausgleichsbehälter hier die entsprechenden Befüllungsstutzen gleich mit drin hat. Das ist im Endeffekt eine Sicherung. Man könnte da jetzt an eine bestimmte Maschine rangehen, die wir euch mal einblenden können. Und der Wasserkühlungshersteller kann zuerst mit einem Druck, mit einem Luftdruck testen, ob der Loop ordentlich dicht ist. Im zweiten Schritt kann er ein Waschprogramm anmachen sozusagen, wo die Komponenten einmal ausgewaschen werden, falls sie noch nie in Betrieb waren. Oder halt vielleicht auch, wenn da irgendein Dreck drin ist, kann der rausgeholt werden. Und beim dritten Programm kann im Endeffekt das alles sauber befüllt werden. Und das System gibt dann auch entsprechend eine Meldung aus. Und man hat als Systemintegrator die Möglichkeit, dann das auch als Service anzubieten. Vielleicht, wenn der PC nach einem Jahr nicht mehr so läuft, könnte man dann einmal das Kühlmittel austauschen oder so. Cooles System, wie ich finde, könnte so ein bisschen auch in die Richtung, ich baue mir selber eine All-in-One-Wasserkühlung, gehen. Aber EK kennt man natürlich von den verschiedensten Komponenten und wir gucken uns jetzt mal die neuen Kühler an. Ja, fangen wir mit dem größten an, das ist das No-Case. Das haben wir euch schon gezeigt auf der CES. Das heißt im Endeffekt, es gibt kein Gehäuse, sondern nur so ein Riesenframe, wo dann alles dran befestigt wird. Hier oben kann der Radiator angebracht werden, die Distroplate hier oben, unten noch ein zweiter Radiator, im hinteren Bereich ein Radiator und dann gibt es da ein Mainboard-Tray im Endeffekt. Und das ist hier das Besondere, es ist die BTS-Version von dem No-Case. Und da lassen sich sozusagen dann die BTS-Mainboards von Asus dann auch mit einbauen. Ihr seht hier schon, das ist auch ein neuer Kühler. Das ist die Strix-Karte, die 4090 von Asus. Die hat man hier auf eine Wasserkühlung umgebaut. Die wirkt dann ganz kompakt im Endeffekt. Die Anschlüsse, die Stromanschlüsse sind ja auf der Rückseite vom Mainboard jetzt. Und insofern sieht das hier wirklich sehr, sehr schick aus, so wie das für ein BTS-System eigentlich sein soll. Als Wasserkühler hat man die Velocity 2-Version genommen. Die gibt es jetzt bald auch mit einem Anschluss für AMD und Intel in Kombination. Ja, und dann gibt es noch natürlich neue Fittings. Variante hier, die finde ich sehr cool. Das ist im Endeffekt ein Fitting, wo ich hier mit einem Knauf auf der Vorderseite einstellen kann, wie das Wasser fließen soll. Ich habe jetzt zum Beispiel das einmal so schräg eingestellt. Da könnte hier oben Luft reinkommen, in den Kreislauf reingehen und das Wasser könnte unten rauslaufen. Und wenn ich das dann noch einmal drehe, dann ist das im Endeffekt wieder geschlossen. Ich kann hier oben diesen Stutzen draufsetzen und das System ist dicht. Das ist also sehr hilfreich fürs Befüllen. Und für alle, die Wasserkühlungssysteme bauen mit Hardtubing, die werden sich freuen, wenn sie so einen Adapter haben. Und man kann den dann beliebig irgendwie in der Länge hin und her schieben, denn das erleichtert natürlich massiv, die ganzen Tubes auf eine Höhe zu bringen, falls man sich mal vermessen hat oder es vielleicht ein bisschen schwierig wird, das Ganze gerade aussehen zu lassen. Ja, und ihr wisst ja, Direct-Dye-Kühlung ist im Moment auch angesagt. Da hat ja EK auch einige Produkte schon auf dem Markt gehabt.
Die haben wir jetzt ein bisschen abgeändert, sowohl für AMD als auch für Intel-Prozessoren gibt es neue Direct-Die-Kühler, die nicht mehr sozusagen hier auf dem Rahmen aufliegen, sondern über die Fittings im Endeffekt dann den Abstand vorgegeben bekommen. Das ist natürlich eine coole Sache. Geht man natürlich den Weg, dass im Endeffekt Fertigungsdifferenzen zwischen dem Frame und dem CPU-Die nicht mehr ins Gewicht fallen. Und insofern sicherlich eine Verbesserung zu den bisherigen Systemen. Und wenn die richtig sitzen, ihr wisst, Direct-Die-Kühlung hat dann einen riesengroßen Vorteil. So viel zu den Produkten, die ich euch hier vorstelle. Es gibt natürlich noch viel mehr. Da könnt ihr mal schauen auf www.hardwarelux.de. Da haben wir euch alle News zur Computex 2014 von EKE zusammengefasst. Und ja, falls ihr Fragen habt, ab in die Kommentare damit. Danke fürs Zuschauen.